jetzt mit einem Lied aus dem Musical Aida von Elton John. Ich bringe Sie schnell sozusagen auf die Höhe der Handlung. Es entdeckt also die Pharaonentochter Amneris, die sie darstellt, am Vorabend ihrer Hochzeit die bittere Wahrheit, dass ihr Verlobter eine andere liebt. Ist natürlich auch ärgerlich. Und sie trägt bereits das Hochzeitskleid. Und was sie aus dieser Geschichte macht, wie sie damit fertig wird, das ist jetzt die Aufgabe von Christina Maria Brenner. Wie verträgt sie die Wahrheit? Was habe ich falsch gemacht? Wie kam's mit mir so weit? Warum hab ich meinen Träumen vertraut, als wären sie Wirklichkeit? Was meine Zukunft war, vorüber bevor es begann. Ich schloss die Augen nur, zu sehen, was ich nicht ändern kann. Ich gab die Schuld nur den Sternen, sah nie mein Glück in Gefahr. Doch ich kann nicht fliehen vor der Wahrheit. Sie ist schon ein bisschen zu wahr. Christina Maria, das war für mich jetzt der berührendste Auftritt von den dreien, von diesen drei Sendungen. Und ich sag dir warum, weil das, was du heute Abend gemacht hast, mit der Einfachheit, sich hinzusetzen und nur über die Stimme, über den Text und die Emotionen die Geschichte zu erzählen, das ist Musical. Danke dir. Christinchen, du hast dir so gewünscht, dieses Lied singen zu können während dieser ganzen Sequenzen. Du hast dieses Ziel erreicht. Und darüber hinaus hast du die ganze emotionale Bandbreite gezeigt, die dieses Lied braucht. Dafür danke ich dir auch. Danke. Danke. Wunderbar.
Christina, du hast den Text tief, tief empfunden. Das habe ich wie Uwe und auch Katja genauso gefühlt. Du bist in all deinen Stimmlagen extrem sicher, kannst wunderbar damit umgehen und suchst dir immer den eigenen Rhythmus deines Liedes. Du hast dir gewünscht, nahe an dein Ziel heranzukommen. Dieser Wunsch wurde dir gewährt mit dieser Sendung heute. Dass du ein Showstar wirst, ist gewiss. Ob du der Showstar 2008 bist, vermag ich an diesem Punkt nicht zu sagen, aber ich bin vollkommen sicher, wir werden uns auf einer Bühne wiedersehen. Jetzt weiß ich, wo die vorhin aus meinem Hotel hingekommen sind. Das Christina, wenn du jetzt so deine Gefühle zusammenfasst, du hast gehört, dass du Talent hast. Das ist, glaube ich, das Schönste, was man in dieser Situation hören kann. Sagst du, das hat sich für mich schon gelohnt, mitgemacht zu haben? Oder bist du eine von den Frauen, die sagst, ich will alles, ich weine mich in den Schlaf, wenn es heute Abend nicht klappt? Ich bin ganz, ganz erfüllt in meinem Herzen, dass ich das alles hier habe erleben dürfen. Bis hierher, und was Katja gesagt hat, stimmt. Das war mein Traum, dieses Lied performen zu dürfen. Und ich wusste, dass es in der Finalshow kommt, und das habe ich geschafft. Ja, und jetzt verdrücken wir ein Tränchen. Die Herren war begeistert. Rolando, wenn nichts anderes schafft, irgendwann wird sie mit dir ein Duo singen. Ja, das hoffentlich. Gibt sozusagen als Zugabepreis. Und ja, du dirigierst die Symphoniker. Ja. So, mehr kann ich dir nicht bieten, aber Ihnen zu Hause kann ich die Telefonnummer für Christina Maria sagen. Die gleiche wie bei allen Kandidaten, allerdings mit der 02. Sie war Kandidatin Nummer 2, logischerweise die 2 hinten an der Telefonnummer. Du bist so schön, wenn du weinst. So. Die beiden Herren, die jetzt kommen.